Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Grüßt euch. Hallo, wir grüßen euch von unserem fünften Ziel, ne? Ich weiß nicht mehr. Ja, ich glaube das fünfte Ziel oder sagen wir mal Zwischenziel auf unserer Urlaubsreise 2020. Und zwar hier vom Schmausenkeller in Reunsdorf? Reunsdorf. Ich muss hier ja, manchmal steht Reunsdorf und manchmal steht Fresendorf, glaube ich. Jedenfalls, eigentlich wollten wir nach Bamberg auf die Insel. Das ist ein Campingplatz. Da haben wir vorgestern angerufen, nichts zu kriegen. Gestern angerufen, nichts zu kriegen. Bayern hat Urlaub bekommen. Der Campingplatz ist voll, frühestens ab Montag wieder. Gut, da haben wir uns dann so ein Ersatzziel gesucht. Und dabei hast du diesen Schmausenkeller, das ist ein Restaurant, hier im Frankenland gefunden. Das Ganze ist nicht weit weg von Bamberg. Mit einem Grund, wir sind ja sowieso in der Nähe gewesen. Und da haben wir gesagt, wenn wir schon in der Nähe sind, dann fragen wir einmal ein anderes YouTube-Pärchen, ob wir uns nicht mal treffen wollen, ob die beiden Lust haben und Zeit haben. Das ist immer das Wichtigste, sich mit uns zu treffen, und die beiden haben Zeit und haben Lust, und wir warten jetzt eigentlich auf die beiden. Die hatten Nachtschicht, haben ausgeschlafen und werden uns dann hier besuchen. Vielleicht fahren wir noch zusammen weg. Auf jeden Fall werden wir bestimmt heute Abend zusammen hier essen gehen. Ihr aus dem Frankenland, ist vielleicht gar nicht so schwer zu erraten, wer das ist. Ja, die beiden sind, und wir gucken die also auch schon lange, sehr lange. Wir schauen die beiden schon länger, als unser eigener Kanal besteht. Und die beiden sind uns total sympathisch. Wir freuen uns, sie persönlich kennenzulernen. Vielleicht wisst ihr ja schon, von wem wir reden. Auf jeden Fall. Naja, jedenfalls stehen wir hier auf dem Parkplatz von dem Schmausenkeller. Das ist eine riesengroße Wiese. Es ist ganz unterschiedlich beschrieben. Also ich habe ihn gefunden über Landvergnügen. Dann stand aber in der App, dass man hier zurzeit nicht anreisen kann. Dann habe ich halt weitergesucht in anderen verschiedenen Apps. Und dann in der Park4Night-App steht 15 Plätze, glaube ich. Bei der einen App steht 20 Plätze. Und dann haben wir gedacht, naja, bei so vielen Plätzen werden wir wahrscheinlich hier noch einen Platz kriegen. Und so war es dann auch. Ja, sind wir ja gefahren. Genau. Die Plätze sind sehr uneben. Also wer keine Hubstützen hat, der sollte sich ja, keine mitnehmen. Ich zeig mal ganz kurz so ein bisschen hier. Das ist halt gerade hier vorne sehr uneben. Unser Wohnmobil steht ordentlich in der Luft mit den Rädern. Aber das ist auch nicht so schlimm. Man darf dazu sagen, der Stellplatz hier ist Stellplatz. Also es ist eine riesengroße Wiese als Parkplatz. Gleichzeitig darf man hier stehen. Ist sogar kostenlos. Natürlich wird erwartet oder drum gebeten, dass man wenigstens oben schön was essen geht. Und da muss ich sagen, das lohnt sich. Ja, ein schöner Biergarten. Günstig und alles, was wir bis jetzt gegessen haben, wirklich sehr lecker. Ne? Ja, ich weiß nicht, wie es sonst ist. Also im Moment ist also nur Selbstbedienung. Ob das die letzten Jahre auch schon so war oder ob das jetzt nur wegen Corona so ist. Ich denke mal wegen Corona, sonst das sah alles aus wie auf die Schnelle ausgedruckte Zettel mit Selbstbedienung. Und der Tisch, der vorne steht, da kann man schnell mal raufschauen, was es alles gibt. Also die einzelnen Tische haben keine Speisekarten und sowas, da liegt nur eine. Das ist alles durch Corona und gerade hier in Bayern noch ein bisschen strenger. Aber ist ja auch in Ordnung, hat ja, ja alles super funktioniert. Funktioniert alles super, Essen war super. Genau. Ambiente dort oben ist sehr schön. Ja. Ein richtig, richtig großer Biergarten mit einem super tollen Spielplatz für Kinder. Ja, da werden wir auf jeden Fall einiges einblenden. Ein paar werden wir nur Fotos einblenden, weil ich drehe da oben ungern Videos, wenn dort hunderte von Menschen und jede Menge Kinder rumlaufen. Das ist nicht so unsere Art. Also da blenden wir mal ein paar Fotos ein. Und den Rest zeigen wir euch mal hier im Anschluss. Also was es hier nicht gibt, Strom, An- und Abwasser, also keine Versorgung. Genau. Aber ist auch nicht so schlimm, ne?
Für uns nicht. Für uns sowieso nicht. Aber das weil können, sie nur dazu ja. gesagt haben, für manche ist es ja echt wichtig, dass sie überall Strom bekommen oder, also das gibt es hier nicht. Genau. Ja, auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt viel Spaß. In den nächsten Minuten seht ihr mehr von diesem Platz und vom Schmausenkeller. Viel Spaß. Ansonsten wünschen wir euch, falls ihr auch im Urlaub seid, einen schönen Urlaub. Und bei uns geht's weiter. Und ihr werdet jetzt alle paar Tage ein neues Video von uns sehen. Bleibt dabei. Wer neu bei uns ist, denkt dran, die Glocke klicken, damit ihr dran erinnert werdet, wenn wir ein neues Video hochladen. Bis dann. Tschüss. Hier oben lässt es sich gemütlich sitzen. Spielplatz für die Kinder, bis in den Wald rein mit Rutschen und was. Also wirklich klasse. Ja, was ihr hier am Ende seht, das ist der Schmausenkeller. Wir waren dort gerade essen und wir können nur sagen, es war richtig lecker und sogar noch günstig. Also in unserer Region ist alles teurer, aber okay, ist halt so. So, ich muss mal ein bisschen verkleinern wieder, sonst wackel ich zu dolle, zitter ich zu dolle. Ja, und hier direkt auf dem Parkplatz, darunter sieht man auch das Symbol vom Landvergnügen. Hier kann man sein Wohnmobil hinstellen. Hier kann man lecker essen gehen und dann kann man hier natürlich auch übernachten. Und dann kostet das Ganze auch nichts. Wie ihr seht, wird der Stellplatz hier, beziehungsweise sagen wir mal so, das ist ein riesengroßer Parkplatz. Eine Wiese, der eigentlich ein Parkplatz ist. Aber der ist so groß, dass hier jede Menge Wohnmobile hinpassen. Und hier der Eigentümer, der wird sich schon natürlich freuen, wenn er schon Plätze auch für Wohnmobile zur Verfügung stellt. Wenn man dann hochkommt zum Essen. Wir werden das heute tun und auch morgen nochmal. Denn morgen werden wir hier besucht bzw. abgeholt von zwei lieben Menschen, die wir persönlich eigentlich noch gar nicht kennen. Die wollen wir eigentlich seit gute 2 Jahren kennenlernen. Sie sind uns aus ihren Videos sehr sympathisch und da freuen wir uns auf die beiden morgen. Und ihr werdet auf jeden Fall mitbekommen, wen wir meinen. Ja, vielleicht wissen auch einige von euch schon, wen wir meinen, wenn wir vom Frankenland reden. So, und hier hinten am Ende, da oben steht noch mal so ein Pickup. Und ganz am Ende geht die Wiese hinter dem Berg noch weiter. Und da stehen noch mal so 5, 6 Wohnmobile. Ja, Olli und Manu haben uns schon erklärt, warum das hier Klein Venedig heißt, mitten in Bamberg. Aber wie man erkennen kann, fahren hier sogar Gondolieren. Ob die Italienisch sprechen, bezweifle ich. Aber ich denke mal, genauso teuer werden sie sein, ne? Da hinten überall kleine Boote, aber motorbetrieben, wie man sieht. Das Rathaus von der anderen Seite. Ja, schaut euch das an. Aber Olli und Manu haben auch schon mal ein schönes Video hier vom Bamberg gebracht, das wir uns natürlich auch angeschaut haben. Und das natürlich auch viel ja, intensiver auf viele Themen hier eingeht. Also da können wir auch nur empfehlen, schaut bei Olli und Manu rein. Da erfahrt ihr noch viel mehr über Bamberg. Für uns ist das ja nur ein kleiner Abstecher hier.
Und die beiden wissen, wovon sie reden, weil sie nämlich hier 20 Kilometer weg wohnen. Was, Schatz, kaum sind wir in Bamberg, leuchten gleich die Glocken für uns, ne? Ja, hier schön am Dom angekommen. Ja, wie immer, wenn wir irgendwo ankommen, touristische Attraktionen sind eingerüstet. Ja, ist schon fantastisch. Wir mögen so eine alten Gebäude. Ja, wenn Steine erzählen könnten. Oder Bäume. Aber Steine sind noch älter.